Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Oh, ja, Alter. Hab direkt die Aufnahme angeschmissen, ehrlich gesagt, direkt Uf erstmal. Ja, war halt über am Lägen gerade, weil du da eingetappt bist. Ja, ich weiß, es war hart assi, aber ey. Das ist ja jetzt vom Spiel selber, leider Gottes, nicht von meiner Seite eigentlich, ja. Also, man kann Borderlands Pluspunkte geben, man kann Borderlands Minuspunkte geben. Und ich sage, dass das Lecken durch das Rein- und Raustappen ist ein wahrer Minuspunkt. Nicht wahr? Ja, das ist halt nicht geil. Aber man kann dadurch auch seine Freunde mal killen in einer falschen Sekunde. Ja. Oh no. Steht doch schon wieder. Was ist los? Oh, ich freue mich auf den Bär, dass der gleich kommt. Könntest du mal mehr mittig rennen, damit die auch mittig auf dich zukommen? Danke. Oh. Hä? Okay, Leute, ich muss leider gleich nochmal raustappen. Es tut mir auch leid für meinen Kumpel. Aber mich schreiben gerade massig Leute auf Discord an. Und das ist natürlich ein minimalstes Problem, weil logischerweise das nicht eingeplant war. Von daher, ich stelle mich mal hier in der Ecke. Falls ich sterbe, du hebst mich auf. Ja, danke. Ich finde mal den Super Badass Loader, kein Regen. So, ich guck mal ganz kurz nach, was da los ist. Okay, das ist zweimal vom selben, quasi bloß über zwei Accounts und ist auch direkt wieder offline gegangen. Ich kapiere es nicht. Oh, die nehme ich. Na, okay. Oh lol, es lag. Und ich bin dead. Oh yeah. Ich hab eine gute Granate gefunden von dem Kerl. Ja, und bei mir ist es jetzt auch wieder schon mal wieder am Ruckeln. Gut, aber Leute, wie gesagt, wir machen jetzt noch ein paar Minuten, machen die Story-Mission hier fertig. Oh, jetzt kommen wir gleich. Oh, willst du das sehen? Mhm. Ich komme, warte. Also hier können teilweise in einem höheren Spielmodus Legendäre rauskommen. Als World Drop und hier kommen halt immer. Okay, das muss ich mir merken. Und hier, die droppen halt meistens Pearls und Shit. Erstmal die Looten Midgets. Die droppen halt eigentlich immer gute Sachen. In den höheren Dingern, auf jeden Fall. Ah, da muss man das auch aushalten, weil guck mal, meine Leben schon. Ja, ja. Alter, das ist echt. Sie machen echt viel Schaden. Kannst du farmen, indem du die Mission hier nicht komplett machst, indem du das letzte Ding hier nicht. Ah, okay. Verstehe. Das Slack-Sample hier drin lässt. So. Das wird jetzt hier gleich spaßig. So, wir müssen ja hier das noch. Ach ja, das mag ich ja gar nicht. Das, wir müssen ja gleich nochmal hier durch den Weg durch, ne? Ah, das wird ekelhaft. Okay, ja. Leben regenerieren. Zwar langsamer, das tun sie. Bei dir auch? Regenerieren deine Leben oder musst du dich noch heilen eben? Ich muss mich immer heilen, aber ich brauch nicht. Also juckt nicht. Okay, ja dann. Ich warte noch eben, bis 500 voll ist. Okay. Irgendwie war die Tür halt immer noch da, deswegen hat mich das gewundert. Ich laufe einfach durch einen nicht vorhandenen Weg, ne? Ja, ja, du bist einfach durch eine geschlossene Tür gelaufen. Ach ja, schöne Async-Fehler, ne? Mhm. Ist immer noch zu, ich kann halt auch durchlaufen durch eine geschlossene Tür, das ist halt immer super. Ich läge halt dann rein. Ja, ganz schnell nach links. Ganz schnell.
So, und... dich weiter durch das Reservat vor, amigo. Ja, ja, mach ich. So. Boah, ich kann so gar nicht zielen ohne Aiming. Okay. Oh, noch eine Korrosion. Komm her. Hat er gebracht. Komm her. Scheibengleiter, die Viecher kommen nicht. Naja. So viel zum Hinterherspringen, ne? Wow. Oh shit, Badass Stalker. Da war ein Badass Stalker. Geht der Trick noch? Bitte sei kaputt KI. Okay, schade, ich wollte gerade testen, ob es noch geht. Angeblich, wenn man sich in die Ecke steht, laut dem Video geht das noch, dass man die da in die Grube da reinlockt. Dann sterben die angeblich. Oh Gott. Alter. Hey. Okay, wir haben noch 4 Slack-Proben, die wir noch sammeln müssen. Die noch zusätzlich kommen. Da hinten sind keine, nein. Nein, bitte nicht! Was ist hier los? Was soll das? Heute ist ein großer Tag, Maya. Heute kannst du deine erlernten Fähigkeiten endlich anwenden. Wer sind diese Leute? Terroristen, Verbrecher, Schurken. Sie vernichten, das ist deine Pflicht. Dafür hast du trainiert. Was? Ich habe das Reservat von meinen Leuten bauen lassen, um die volle Verwendung von Slack zu erforschen. Wer war Tölle Maya? Maya? Ich habe da irgendwas noch im Kopf. Ach stimmt, ja, jetzt klingelt es wieder. Immer wenn man so lange überlegt und denkt, dann kommt man nicht drauf, aber wenn man dann kurz mal logisch denkt an die Borderlands-Lore, ne, dann weiß man sofort wieder. Oder wenn man einfach alles auswendig weiß von dem ganzen Spiel, von den Namen und so einem Scheiß, weil man einfach viel zu viel Zeit darin verbracht hat. Oh. Naja, ein Kollege von mir weiß sogar die ganzen Attachment-Namen und welche das sind, muss ich mir auch noch erklären. Okay. Also der hat irgendwie 1200 Stunden oder so. Und war. Aber kein Tabi. Ja, Borderlands 3, die Lore ist ja auch schon minimal bekannt, angeblich. Ja. Würde ich aber nicht. Also würde mich nicht wundern, weil es ja immer solche Leaks gibt, aber glaube ich eher weniger, dass jetzt schon was bekannt ist über die eigentliche Lore in der Sache. Also klar, standardmäßig wieder irgendein Kammerschlüssel, der gesucht wird wahrscheinlich oder sowas. Ne? Ja, ja. Aber mehr wird da auch wahrscheinlich nicht als Lore hinter sein wieder. Aber es braucht auch keine fantastische Lore. Boah, dann ist es einfach so geil. Mal abgesehen davon, also. 2K und Gearbox, ihr könnt auch gerne einen Borderlands ohne Lore machen. Würde ich auch zocken. Ja, das ist mal. Wird angelegt. Ne, das wird angelegt. Ich habe jetzt 1200 Schieß mich tot Schild. BZW plus ein bisschen was durch Skills und so. So. Hallo, sammel das auf. Gott, 3000 Mal draufgeklickt und der ignoriert das irgendwie gefühlt. Guck, da ist auch noch mal so ein Midget, Loot Midget rausgekommen. Ich glaube, meine ich eigentlich immer relativ gute Sachen, aber. Hier liegt die Riede um. Und ich sterbe offensichtlich, lol. So. Hast du die Slack-Proben gefunden? Fantastisch. Oh! Lol. Hinterleg sie bei Roland, sobald du mit deiner irrelevanten Beschäftigung fertig bist. Ah, Tennis, wir lieben dich, weißt du? Alter, diese Sprüche immer von ihr. Ja. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit dem, wo wir hin müssen. Aber hey. Ach du Scheibenkleister, ich hab ganz vergessen, wie übertrieben das hier war. Ach ja, ich weiß schon, hab vergessen, dass ich keine Muni mehr habe. Aber das kann ihr nochmal einen tollen Fakt erzählen. Jo, mach dies. Wenn du wenig Munition hast von einer Waffe, findest du die halt öfter in den Dingern oder von Gegnern.
Jo. Kriegst du die halt hauptsächlich. Das ist sehr schön zu wissen. Wusste ich allerdings auch noch nicht. Ich dachte immer, wenn man davon am wenigsten hat, dann kriegt man auch weniger. Witzigerweise. Aber okay, es ist umgekehrt. Man kriegt genauso mehr davon. Ja, damit du halt voll wirst. Was eigentlich sogar gar nicht das größte Problem ist bei Borderlands, Munitionsmangel. Außer wenn du halt wirklich kaum Munition aufsammelst in... Das ist halt so, wenn du halt nicht voll skillst und halt viel Munition verbrauchst. Das ist halt bei mir aktuell der Fall. So. Einmal alle Waffen nachladen. Zumindest alle, die nachgeladen werden müssen. What the fuck? Was? Ich war gerade ganz woanders. Schon wieder. Ich bin einfach... Was machst du? Hallo? Ist alles gut bei dir? Ich verschwinde einfach von der Map. Ich bin einfach jetzt über dem Wasser. Hä? Geh einfach mal rein. Geh mal runter. Mit dem Fahrstuhl. Hä? Ich kapier's jetzt nicht, was du meinst, aber okay. Benutze mal den Fahrstuhl. Ich teleportiere mich quasi weg, wenn ich irgendwie auf den Fahrstuhl gehe. Nee, komm mal rein. Ist doch egal. Du hast doch eh hier vorne gespawnt. Jetzt wieder alles okay? Ich bin irgendwo, nö. Okay, bei mir bist du halt mit dabei. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich aber. Ist keine Cutscene bei mir. Cutscene. Ah, daran liegt's. Cutscene ohne Ton, was los? Ich hab meine Cutscenes aus bei mir, deswegen. Vielleicht liegt's daran, dass es ein bisschen gerade glitscht. Oh, ich hab das perfekte Thumbnail schon mal für die Folge. Oh. Oder für die nächste, je nachdem. Aber ich hab keinen Ton, das ist unfair. Ah. Ach, Shotgun Money. Ah, komm. Ich hab keinen Gegner. Ich seh Bloodwing nicht. Das kommt dadurch, dass ich Cutscenes habe und du nicht, ne? Ich hab einige hochinteressante Iridium-Experimente an dir durchgeführt. Willst du sonst nachjoinen nochmal? Ich denke, das macht Sinn, ja. Dann mach das mal eben. Dann bis gleich. Und ich versuche zu lange zu überleben. Ich bin ja innerhalb von 2 Sekunden wieder da. Das letzte habe ich vergessen. Was war's nochmal? Oder auch nicht, vielleicht sind es doch 10 Sekunden. Ach, YOLO. Connection Toss, please wait. Okay, es sind schon fast 20 Sekunden. Ich habe ein Aiming wie die Scheiße. Bei mir bist du sogar noch drin, immer abgesehen davon. Echt? Ah, jetzt bist du raus. Geh aus dem Weg! Sie wird zum Sturzflug ansetzen! Ich brenne. Mit Leidenschaft. Für das Spiel. Ah, Klassiker. Jo, tritt in den Kampf bei. Großer Gott! Speit sie Feuer! Nö, sie tut nur so. Ich muss Batman nur ruhig stellen. Zur Elektrizität! Elektrizität, Slack, Feuer, Elektrizität, dann kommt Korruption. Ach, was war's denn bloß? Tja, wenn man so viele Faktoren im Spiel hat, ne? Es ist halt einfach. Ja. Leute, auch wenn wir jetzt spoilern, aber es ist einfach das Ende ist einfach traurig von ihm, von Bloodwing. Oh, ich hasse Jack auch einfach dafür, ne? Im ersten Teil hat er uns so gut geholfen. By the way, ich hab Mordecai gespielt. Pre-Sequel war der auch super. Aber ich könnte Jack selbst abwürgen. Ich lade den Betäubungsteil. Ruhig, Blatt. Es tut nicht weh. Ehrenwort. Ich brauche eine andere Waffe gerade mal in der Hand. Nee, das ist die falsche. Da ist sie. Okay. Also, hol den Mikrochip aus ihrem Halsband. Dann schaffen wir sie zurück nach Sanctuary. Guck mal, wenn du da drauf springst, kriegst du Damage Number. Jetzt weiß ich's wieder. Sprengstoff! Heat? Abgeschossen. Weshalb schaffst du mich nicht, du herrenloser Abesser? Gib auf und stell dich, sonst... Der arme Bloodwing. Das hat er nicht verdient. Aber weißt du, was er verdient hat? Verdammt, Jack! Ich bring dich
Nein, oh komm! Echt jetzt? Ich liebe T-Baggen. Du weißt, dass T-Baggen sowas von 1990 ist, ne? Bring das Software-Upgrade zu Claptrap, dann kommen wir durch das Sicherheitskraftfeld, das Control Core Angel abschirmt. Weißt du, was mich nervt? Ich musste extra das Crouchen, ne? Musste ich extra auf C legen, weil bei Shift-Spam, BZW, bei Steuerung-Spam, ich rausfliege aus dem Spiel. Warum? Frag mich nicht. Es ist halt total buggy, ne? Und damit meine ich nicht den Piraten aus One Piece. Oder Maggi. Nee, Maggi schmeckt mir nicht. Bin ich tatsächlich. Ich bin so der einzige Mensch, der Maggi nicht mag. Bin ich da alleine? Eigentlich mit dem Thema? Keine Ahnung. Junge, du bist richtiger normal. Du läufst den normalen Weg. Ich bin runtergefallen, okay? Bin zu früh abgesprungen und dadurch nicht weit genug gesprungen. Ja, zu früh kennst du bestimmt. No offense. Weißt du, wie oft bist du eigentlich schon dadurch gestorben, dass Mordecai dir die Kills klaut? 7-mal? 8-mal? Naja. Kannst du in mein Let's Play reinschauen. Ich mach das. Das Schöne ist, ich darf Borderlands 1 nochmal Let's Playen, in Anführungszeichen. BZW noch weiter Let's Playen, weil ich mir da die DLCs gekriegt habe. Durch das Borderlands 3 Ankündigung USW. Weißt ja, wurde ja. Naja. Ne, wurde ja alles dann zusätzlich hinzugefügt. Ja. Bin gerade einen falschen Weg gelaufen, ich weiß. Ey, Bruderherz, wart mal. Ah, Mann. Okay, ich muss nochmal einen Skillpunkt. Er merkt mich schon wieder an. Dann machen wir das nochmal mit den Munition kriegen statt Munition verbrauchen. Und ich kann mal Badass-Tokens einlösen, ganz schnell. Granatenschaden, ja gerne, immer hoch damit. Schusswaffenschaden, Rückstoßdämpfung wäre auch ganz schön. Feuerrate, Schildladegeschwindigkeit, Elementarschaden, Nahkampfschaden. Nahkampfschaden dürfte auch mal wieder hoch. Elementar, Schildlade, mögliche Elementar, Schusswaffenschaden darf auch nochmal hoch und Elementar, Feuerrate darf. Fuck, auf das Falsche. Na egal, Elementar darf auch ruhig ein bisschen mehr machen. So, ich bin können wir? Nicht dein Freund. Ja, von mir aus. Gut. Ach ja, Leute. Da habe ich doch wieder mehr aufgenommen, als ich wollte. In Anführungszeichen. Ich zeig dir gleich mal nochmal. Ist ja eigentlich sogar gut. Hab wieder mehr auf Vorrat. Hab ich noch mehr Freizeit? Kann dir gleich mal ein paar geile Pearls zeigen. Ach, guck mal, was da noch liegt. Oh, Scheiße, Alter. Moment. Ist die Sniper ernsthaft besser als die ich habe? LOL. Und das ist eine Shotgun. Ja. Alter, soll ich dir gleich nochmal ein paar schicke Pearls zeigen, die es im Game gibt? Weißt du, was mich. Übrigens, weißt du, was mich gewundert hat? Man kann eine Waffe schneller wechseln, wenn man die Taste spammt. Also, wenn man 1111 drückt, dann rüstest du viel schneller die jeweilige Waffe aus. Ja. Wusste ich nicht. Hab ich auch erst seit einem Video gewusst. Du hast ihn geslaggt, nein! Ich bin unsichtbar! Ach so. Das ist. Du. Ich kann nicht. Untertan! Klatsch ab! Ja. Ach so. Ja, da war's. Sehr gut. Jetzt kann Claptrap uns durch Angels Sicherheitskraft verbringen. Komm zurück. Wir wissen vielleicht, wie wir an dem Bunker vorbeikommen. Du bist so ein OP-Heini, weißt du? Hä, der ist gar nicht so stark. Nein! Hätte mich nur One-Hit, ne? Ah, Milikrieg ist halt krass, aber Salvador ist halt viel stärker im Sinne. Nein, geht nicht mehr. Am Ende des Tages. Vieles haben die auch rausgepatcht, habe ich so das Gefühl, ne? Oh. Soll ich dir jetzt gleich nochmal ein paar schöne Pearls zeigen? Oder geile. Ich glaube, das machen wir mal, wenn wir raus. Ach, warte mal, eins will ich wissen.
renn mal eben zum Platz. Ich will mal wissen, ob das hier in Anführungszeichen eine Art Live-Bild ist oder. Bist du auf dem Platz, ne? Ja, ich bin jetzt hier in der Mitte. Nee, man sieht's nicht. Okay. Schade, also das haben sie nicht eingebaut quasi, dass man auch noch Leute darauf sieht. Wieder ein Punktabzug, ey. Ich hab nichts für dich, tut mir leid. Erinnerst du dich noch, wie vielleicht später. Ich hab nichts für dich, tut mir leid. Ich wollte eigentlich ihm mein Beileid aussprechen, aber hey. Gut, Mordecai, dann halt nicht. Tut mir leid, dass du mit Bloodwing Soldat. Aber es gibt noch mehr zu tun, wenn wir Angel erreichen und den Kammerschlüssel kriegen wollen. Bring diese Nachricht nach Thousand Cuts. Nein! Nein, 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 nein! Du wirst diese Nachricht einem Banditenanführer namens Slap King bringen. Früher gehörte er zu den Crimson Raiders, bis seine Methoden zu brutal wurden. Er hielt es einfach nicht für effizient, Hyperion funktionieren, vor den Augen ihrer Familie die Gliedmaßen eins nach dem anderen auszureißen. Okay, sehr nett. Aber er schuldet mir immer noch einen Gefallen. Und er kann uns helfen, am Bunker vor Control Core Angel vorbeizukommen. Das war ja ein sehr netter Zeitgenosse, offensichtlich. Die Arme und Beine. Naja. Man muss ja sehen, wo man bleibt, ne? Hätte doch mal nicht gehen. Wer hat diese Knarre gebaut? Sieh mich an! Nein. Einfach nur nein. Tschüss. Hilfe, wie verfolgt ein Verrückter. Ah, Mami. Geht das eigentlich immer noch? Ja, es geht immer noch. Scheibenkleister. Hoppla. Warum funktioniert das immer noch? Das sollte doch... Ah.